Mit Augsburg gegen Hoffenheim startet heute der 21. Spieltag. Ich bin euch ganz ehrlich, ich könnte mich da nicht entscheiden, was ich langweiliger finde. Entweder dieses Spiel oder, keine Ahnung, chronischen Durchfall. Ich könnte mich nicht entscheiden. Augsburg gegen Hoffenheim, das ist für mich aber so eine Partie, würde mich auch nicht jucken, wenn es diese Partie nicht gäbe und wenn diese beiden Mannschaften nicht in der ersten Bundesliga wären. Sage ich euch ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal ein bisschen fronten gegen Augsburg und Hoffenheim. Ich weiß nicht, geht wahrscheinlich vielen anderen auch so. Aber gut, diese Partie gibt es halt zweimal in der Saison. Da können wir nichts gegen machen und ich tippe da mal. Es ist so ein 0-0-Ding. Ich würde jetzt eigentlich 0-0 tippen, weil Hoffenheim, die sind auch in der Krise. Die haben selbst mit neuem Trainer nicht gewonnen. Also die haben quasi diese neue Trainer gewinnt immer. Masche durchbrochen. Und Augsburg, die weißt du halt immer nicht, was du da tippen sollst. Aber ich mache mal Hoffenheim auf Sieg. Ein knappes Ding. 2-1. Wolfsburg gegen Leipzig dann am Samstag genau das gleiche. Die streiten sich darum, wer weniger Auswärtsfans mitbringt. Gut, die Diskussion ist mal ad acta gelegt. Wenn wir rein aufs Sportliche gucken, ist das ein spannendes Spiel. Sechster gegen Vierter, glaube ich, ist das. Also noch der Kampf um Europa, Europa League. Wolfsburg hat 5 Punkte, glaube ich, Rückstand auf den Europa League-Platz, bin ich der Meinung. Ja, Leipzig momentan, oder sind eigentlich gut drauf, haben jetzt gegen Union verloren. Wolfsburg sucht auch so ein bisschen wieder nach seiner Form. Ja, könnte ein spannendes Spiel werden, auf jeden Fall. Ob Wolfsburg da wieder zurückkommt in die Erfolgsspur, weiß ich jetzt nicht. Ich mache mal 1-1. Ich glaube, das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Ich bin auch bei so Tipps immer schlecht. Wisst ihr doch. Wolfsburg, Leipzig 1-1. Bochum gegen Freiburg. Auch so ein Spiel, wo ich sowohl zur einen Seite tippen könnte, als auch zur anderen Seite. Ja, Bochum ist zu Hause eigentlich ganz schön heimstark. Die haben gegen Hertha gewonnen, unter anderem zu Hause. Ich glaube, gegen Hoffenheim auch. Gegen Frankfurt haben sie eh gewonnen. Klar, Frankfurt verliert immer an Bochum, wenn es dann mal ein bisschen aufwärts gehen würde. Und Freiburg, ja, die sind so ein bisschen unscheinig, so wie Union. Die gewinnen nicht viele Spiele, auch manchmal, ja, in letzter Minute mit ein bisschen Glück vielleicht. Gegen Stuttgart zum Beispiel wieder 2 Elfmeter bekommen, wo man auch nicht sicher weiß, ob das bei allen Mannschaften gepfiffen worden wäre. Also es ist auch ein bisschen Glück mit dabei, natürlich, aber die spielen jetzt auch nicht schlecht. Da muss man auch dazu sagen, fairerweise, ne? Aber man hat halt so das Gefühl. Tja, mache ich da mal einen Heimsieg? Ich gehe mal da ins Risiko. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder fürchterlich auf die Fressen fallen werde, wenn ich hier auf Risiko gehe. Aber egal, ich mache mal 2-0 Bochum. Nächster Heimsieg. Mal gucken, ob es da noch so eintrifft. Stuttgart gegen Köln, auch eine spannende Partie. Eigentlich so von dem Namen her, von den Mannschaften her. Sehr, sehr interessant. Da ist die Wettquote für Stuttgart 2,37. Die sehen also Stuttgart als Favoriten. Remis gibt es einen 3-4er, Köln 2-9. Also ich sehe eigentlich eher die Kölner als Favoriten, aber gut, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich mache hier keine Sportwetten, mache auch hier keine Werbung für irgendwelche Wettanbieter. Ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Ich würde aber trotzdem auf Köln tippen. Oder auf Stuttgart oder Unentschieden. Tja, was machen wir? Ich brauche echt einen Würfel. Also gut, die Kölner waren gegen die Eintracht, auch völlig überraschend. Stuttgart... Die müssen eigentlich. Ich mache jetzt mal einen 1-0 für Stuttgart. Ich tippe ja auch mal einen Heimsieg. Ich gehe mal vielleicht wieder ein bisschen mehr ins Risiko. Mal gucken, ob ich da belohnt werde. Gladbach gegen Bayern. Jan Sommer kehrt schneller zurück, als ihm wohl lieb ist. In Gladbach. Die Bayern gegen Paris unter der Woche relativ gut gespielt. In Halbzeit 2 hat man gemerkt, als dann Mbappé reinkam, dass die schon ganz schön große Probleme haben. Aber gut, zeigt bei einer Mannschaft, die keine Probleme hat, wenn Mbappé auf sie zugestürmt kommt. Und Gladbach... Ja, dies ist auch so ein Mittelding. Um es jetzt mal nett zu umschreiben. So ein Mittelding, spielen nicht so erfolgreich, haben auch noch ein bisschen mit dem Abstieg zu tun, wenn sie jetzt nicht aufpassen. Könnte ein schönes Spiel werden, ja. Ist ein Traditionsduell, ja, gab schon viele heiße Duelle in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass die Gladbacher oder beziehungsweise dass die Bayern, ich fange mal so an, dass die Bayern in der jetzigen Form einfach schwer zu schlagen sind. Sind natürlich verwundbar, aber jetzt beginnen die entscheidenden Wochen und da haben die Bayern immer geliefert. Und so auch in Gladbach. Ich mache mal ein 3-1. Wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft werden. Aber mal gucken, vielleicht landet ja auch Gladbach mal wieder ein Überraschungssieg gegen die Bayern. Wer weiß. Das Topspiel dann am Samstagabend. Frankfurt gegen Bremen. Auch geil, hier so eine glatte Quote. Eine 5er-Quote auf Bremen. 1,61 auf die Eintracht. Ja gut, die Eintracht wieder typisch Diva. Ja, man hat gedacht, die Diva ist so ein bisschen raus. Aber dann verliert man halt 3-0 in Köln. Warum auch immer. Nicht gut gespielt. Und wenn man dann die Chance nach oben hin hat, das ist jede Saison und schon seit Jahren bei der Eintracht so, wenn man mal die Möglichkeit hat, sich oben festzusetzen, woran es liegt, weiß ich nicht. Haben ja auch phasenweise gar nicht schlecht gespielt. Aber dann kommt wieder so ein Schlendrian, dann spielen sie irgendwie alle schlecht. Und das, tja, wirkt sich dann auch im Ergebnis aus. 3-0 ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ja, Köln hat es halt auch nicht schlecht gemacht. Muss man dazu sagen. Die Eintracht war vorne einfach nicht zielstrebig genug.
nicht durchsetzungsfähig. Vielleicht brauchen auch einige Spieler mal eine Pause. Vielleicht sind sie überspielt, sind mit den Gedanken vielleicht woanders. Es sind ganz, ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Und Bremen ist nach wie vor eine gefährliche Truppe. Sage ich euch, wie es ist, obwohl die jetzt auch viele Verletzte haben. Jetzt ein, zwei Leute sind jetzt gelb gesperrt, aber ich sag mal so, Füllkrug und Duxch sind immer für ein Tor gut. Und für ein, zwei Tore, ich hoffe nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass Bremen ein Tor schießt. Ich wollte erst auf Remis wieder tippen, weil so, wenn ich für Eintracht tippe, das geht immer nicht so gut. Aber diesmal mache ich hier ein 3-1. Ich glaube, dass die Eintracht sich wieder fängt. Gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Neapel. Das wird ein richtig geiles Spiel. Neapel ist schon mit 50 Punkten Vorsprung Meister gefühlt in Italien. Die Eintracht spielt auch eine richtig gute Saison. Und wenn die beide wirklich richtig gut drauf sind, ey, beide Mannschaften, das wird ein Hammer-Champions-League-Spiel. Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber vorher ist halt Bundesliga. Mein Tipp also 3-1 für die Eintracht. Dann am Sonntag mal wieder drei Spiele. Geht los mit Union gegen Schalke. Zweiter, erster, je nachdem. Nee, ich glaube, zweiter sind sie gegen Schalke. Die sich halt auch von Spiel zu Spiel immer mehr steigern, so vom Spielerischen her. Aber die Ergebnisse müssen halt her, ne? Die spielen gut, die scheinen sich jetzt auch in der Defensive stabilisiert zu haben. Ja, aber die Tore fehlen. Ja, so ganz easy peasy gesagt und ganz plump. Wenn du keine Tore schießt, dann kannst du auch nicht gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, dann steigst du ab. Und jetzt nur noch auf Remis zu spielen, glaube ich, ist nicht okay. Union unter der Woche noch in der Euroleague zugange. Ja, jetzt um die Zeit, glaube ich, bei Ajax Amsterdam. Tja, ist eigentlich ein klares Ding, ne? Aber ihr wisst ja, wie es ist. Dann ausgerechnet, wenn der Letzte kommt. Und ich tippe auch hier mal für Schalke. Ich mache ja auch mal ein 1-0. Obwohl ich eigentlich für Union tippen sollte, würde. Aber irgendwann muss Schalke doch mal kommen. Ich habe hier so oft auf Schalke getippt, ey. So oft habe ich das noch nie gemacht. Irgendwann muss es doch mal klappen. Dortmund gegen Hertha dann um 17.30 Uhr. Dortmund auch erfolgreich unter der Woche. In der Champions League gegen das 500-Milliarden-Ensemble von Chelsea. Wahnsinn, oder? Krass, wie viel die Premier League Clubs ausgeben. Ey, Saison für Saison und keinen juckt es einfach. Es juckt einfach keinen. Gut, sollen die machen. Ihr seht ja, Geld schießt nicht immer Tore. So, und die Hertha gegen Gladbach 4-1. Scheint sich so ein bisschen rausgeschossen zu haben aus der Krise. Mal gucken, ob sie es bestätigen können. Aber ich glaube auch nicht, weil Dortmund ist zurzeit auch richtig gut drauf. Die haben eine gute Phase, scheinen defensiv ein bisschen stabiler zu stehen. Vorne natürlich viele Möglichkeiten. Adeyemi, Alea, Reus, Moukoko ist jetzt verletzt. Ne? Aber Brandt, finde ich zum Beispiel, ist gerade richtig gut drauf. Hat eine richtig gute Phase, spielt einen guten Ball. Ja, die wissen jetzt, worum es geht. Ne? Ist nicht mal lang bis zur EM. Die müssen sich jetzt auch noch zeigen und beweisen. Also ich sag mal, Dortmund bleibt oben dran, schlägt die Hertha mit 2-0, also hoffe ich zumindest, und dann schauen wir mal. Und Leverkusen gegen Mainz ist dann der Abschluss um 19.30 Uhr. Leverkusen genauso, haben eine gute Truppe, haben sich jetzt gefangen in der Rückrunde, haben so leichten Kontakt wieder nach oben. Ich hoffe mal, dass sie sich noch in die, ja zumindest Europa League, ich glaube Champions League wird knapp, aber Europa League sollte doch irgendwie drin sein. Und Mainz ist halt auch so eine Wundertüte, mal hui, mal fui. Da weißt du auch immer nie, was du tippen sollst. Aber ich tippe hier mal einen klaren Sieg für Leverkusen. Ich mache auch hier mal ein 3-0. Die Tippübersicht nochmal ganz kurz hier. Prinz Poldi, Schlitz und Sascha SGE auf den ersten drei Plätzen. Dahinter ist es ganz, ganz eng, schnuckelig, ganz eng zusammengerückt. Schaut mal, ob ihr euch irgendwo findet. Und ich werde nach diesem Spieltag direkt mal gucken, wer ist hier aktiv dabei. Wer nicht, und der wird dann gelöscht, der wird dann mal wieder aussortiert. Ich denke mal, so ein Daniel, so ein Blake, so ein Lewandowski, oder die tippen mal einfach schlecht. Muss ich nochmal gucken, warum die dann immer 0 Punkte kriegen. Aber ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass hier nicht so oft getippt wird. Also ich wünsche euch viel Glück mit euren Tipps, viel Glück für eure Mannschaften, je nachdem, wen ihr supportet. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wie gewohnt, zu Spieltag 22. Macht's gut. Ciao, ciao.